Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, Leute. Ja, ich will kurz etwas klarstellen, deswegen melde ich mich am Anfang des Videos, und zwar die Struktur meines YouTube-Kanals bzw. Twitch. Und zwar streame ich in der Regel montags, aber in letzter Zeit habe ich echt unregelmäßig am Montag gestreamt. Deswegen will ich nur sagen, ich streame ab jetzt jeden Montag. Leute, in diesem Vlog treffe ich meine Freunde, ne? Seid auf jeden Fall gespannt, wir sind durch Istanbul bam 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 gegangen. Freut euch auf nächste Woche Samstag, Leute. Ich bin bei Nusret. Deswegen, Leute, freut euch auf den Vlog. Ich melde mich nochmal am Ende dieses Videos. Also, peace out, wir sehen uns nochmal. Leute, ihr wisst nicht, vor mir ist gerade dieser schöne Anblick, ne? Hinter mir ist das nicht. Das ist nicht die Hagia Sophia. Ich zeige euch kurz den Anblick, ey Leute, das ist krass. Diese atemberaubende Schönheit. Das war früher eine Kirche. Ich kann es gar nicht glauben, ne? Das war früher anscheinend eine Kirche. Leute, von hinten sieht das vielleicht jetzt nicht so krass aus, ne? Aber die ist ja überdimensional. Die ist krass. Ehrlich, geil. Ich werde jetzt meine Kollegen treffen. Gestern, Murat. Was geht ab? Aber ich habe folgendes Problem. Ich habe gar kein Internet. Ich weiß nicht, wo die sind. Mir wurde nur ein Weg beschrieben vom Taxifahrer. Ich muss jetzt wahrscheinlich so ein paar hundert Meter laufen, aber ich bin einfach verloren. Ich habe gar keine Ahnung. Ich laufe jetzt einfach irgendwo hin. Wenn Allah will, hüpft er mir. Nein, wenn ich den Weg finde, dann finde ich den. Wenn nicht, dann frage ich einfach wieder. Wahrscheinlich betet man draußen, weil die machen schon hier solche Sachen, weil innen drin wahrscheinlich zu überfüllt ist. So, das ist jetzt die erste Reaktion, ne, den ich schon. Ich habe ihn schon seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Das wird jetzt meine erste Reaktion. Und. Ist er hier? Murat? Hier. Yeah. Gestern, die sind schon alle am Beten, ne? Was soll ich das machen? Achso. Scheiße. Alle am Beten auf jeden Fall schon. So, jetzt sind alle am Beten hier. Nur wir haben keinen Gebetsteppich. Mein Kollege holt uns einen Gebetsteppich, Murat. Und danach werden wir beten, eine Runde beten. Jetzt wollen wir zu Galata, was? Wie heißt das? Auf jeden Fall irgendwas mit Galata, so ein Turm. Ja, ganz ehrlich Leute, ich will einen Bartkamm kaufen, aber ich finde keinen Bartkamm und Schmuck und eine Umhängetasche. Das ist da, nur deswegen bin ich hingekommen. Aber ich bleibe ja noch ein bisschen und ich werde das auf jeden Fall finden. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran in meinen Vlogs. Seid gespannt und vielleicht machen wir gleich noch was Krasses. Heute Abend gehen wir auf jeden Fall auch noch raus. Ich bin mit den Jungs den ganzen Tag unterwegs. Also, seid auf jeden Fall gespannt. So, also, da ist der Turm. Da gehen wir gleich hoch oder später. Da ist er. Eine kleine Planänderung. Und zwar gehen wir zu Fuß, weil es sich mit dem Taxi gar nicht lohnt. Aber ganz ehrlich, egal, zu Fuß bockt es auch. Ein bisschen Kalorien verbrennen, ne? Ja, also wir haben hier eine Mimose im Boot. Das ist so. Aber hier sieht es auch killer aus. Guck mal, hier sind überall Möwen. Hier fischen die Leute. So, da seht ihr die Fischer. Die Angler, meine ich. So, jetzt essen wir Fisch, so wird es zubereitet. Sehr, sehr chillig. Bam. Zack, 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 Leute. Guck mal, bam, bam, bam. Fischwrap, guck mal hier. Yeah. Bam, Leute, das ist kein Spaß mehr. Das, bin mal gespannt. Laut Empfehlung wird das auf jeden Fall schmecken. Ist mir leider am Ende daneben. Acht von 10. So Leute, wir sind jetzt gerade in so einem Baklava-Laden. Scheint wohl der beste Baklava-Laden zu sein auf der ganzen Welt. Sogar Galileo war hier für eine Reportage. Nadirs Laden und sein Baklava sind weltberühmt. Täglich hat er bis zu 6000 Kunden. Das Herz seines Baklava-Imperiums schlägt aber in einer großen, fünfstöckigen Baklava-Fabrik. Hier zeigt uns Nadir seinen Thronsaal und jede Menge Trophäen, die er in 50 Jahren Karriere. Und ich würde mal sagen, ich teste jetzt für euch natürlich. Ich bin auch offizieller Tester. Seid gespannt, wie das jetzt schmecken wird. Das ja. So sieht das auf jeden Fall aus. Das scheint wohl krass zu sein. Mal schauen, wie der Kuchen hier schmeckt. So, jetzt esse ich ein bisschen. Hier, zack. Hier, Fall.
wisst ihr, was mir auffällt? Im Abgang, das ist nicht süß, beziehungsweise das ist süß, aber jetzt nicht dieses pure Zucker, nicht dieses Zuckerwasser. Der hat mich übertrieben hier. Auf jeden Fall sehr qualitativ, gebe ich auf jeden Fall eine 10 von 10. Ist mit den Baklavas in Deutschland nicht vergleichbar. Kommt auf jeden Fall vorbei. So, wir wollten jetzt eigentlich zu diesem Turm hier. Wir sind da oben, aber da ist so eine dicke, fette, richtige Schlange davor. Deswegen gehen wir auch gar nicht rein, denke ich mal. Weil ganz ehrlich, das ist einfach nur hier Zeit verplempern. Und wir wollen hier nicht rumgucken, wir wollen hier ehrlich was sehen. Aber es ist auf jeden Fall... Oh, sorry. Da hat hier so ein Bild gecrashed. Wie dem auch sei, Leute. Ich halte euch einfach auf dem Laufen. Heute wird auf jeden Fall geil. Wir sind abends auch noch draußen. Ihr werdet auf jeden Fall eine geile Skyline sehen. Und ganz ehrlich, Leute, wird ganz, ganz chillig. So, wir haben jetzt ein paar Bilder gemacht. Checkt mein Instagram-Profil ab, da seht ihr auch die Bilder. Also, wer mir noch nicht folgt, bereut es auf jeden Fall jetzt schon. Ihr verpasst sehr vieles. Moment mal. Wie, du bist noch kein Follower auf Instagram? Geh mal sofort auf mein Instagram und folg mir auf jeden Fall. Wie, du bist mein Zuschauer. Du bist ein Zuschauer, ein treuer Zuschauer von mir und du folgst mir nicht mal? Ey, änder das mal. Du wirst mir direkt nach diesem Video mir auf Instagram folgen. Auf jeden Fall, wir wollten eigentlich hoch, geht aber nicht, zeitlich bedingt. Aber nichtsdestotrotz werden wir Istanbul auch schöne Seiten sehen von Istanbul. Deswegen, Leute, freut euch auf jeden Fall auf den Vlog. Wird auf jeden Fall schmackhaft, ehrlich, Leute. Ich wünschte, ich könnte dieses Erlebnis mit euch allen teilen. Ich wünschte, ihr könntet einfach mit mir dabei sein. Aber kann wohl nicht so sein. Wie dem auch sei, Leute, peace out. Leute, ich muss mich kurz verbessern. Also, hier steht 1700... Boah, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also wer sich das durchlesen will, liest sich das durch. Hier, zack, 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 zack. Ich habe keine Ahnung, was hier steht. Auf jeden Fall, das ist ein richtig alter Knackerwurm. Ach, Wurm sage ich, Turm. Geil. Ey, ganz spontan, wir gehen jetzt auf so eine Sphäre. Seht ihr das? Wir sind auf so einem Boot. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Um auf die andere Seite zu kommen, ist, glaube ich, das der schnellste Weg. Leute, so viel Stress, die Stadt ist so groß, ne? Hey, yo. Auf jeden Fall vlogge ich jetzt hier. Ich war noch nie auf sowas. Alles hier so eng, ja. Ich filme euch jetzt. Ja, auf jeden Fall ist es hier sehr überfüllt, bin ich euch offen und ehrlich. Krass. Wir laufen jetzt gerade an so einem Steg vorbei, hier so Küste. Ich finde, dass wir da geschlagen hören, da Fun Fact, wir waren alle in der Grundschule zusammen. Weiterführende Schule, 5. Klasse. Das ist der Mann hier, und, gut war für uns. Und Abitur. Leute, diese Freunde, man merkt einfach, dass welche Freunde bleiben und welche nicht. So, weißt du, zum Beispiel, damals hatte ich... Nein, danke. Damals hatte ich zum Beispiel jetzt viele Freunde, aber jetzt... Ich kann meine Freunde mit der Hand abzählen, deswegen, nein, nerv mich nicht, ich will nichts kaufen. Auf jeden Fall, Leute, Freunde, sehr, sehr wichtig, sucht euch eure Freunde aus. Ganz, ganz wichtige Hase, weil... So, da, diese kleine Insel, ne? Wie ihr da seht, das nennt sich Kriskule BC, oder wie das auch heißt. Die Geschichte dahinter ist sehr, sehr kurios. Ich würde mir auf jeden Fall angucken, wer ich kann jetzt nur nicht aus dem Kopf erzählen. Auf jeden Fall auch eine Story. So, wir sind jetzt hier in Döner Jeham. Das ist anscheinend der hier, der das Döner, der das Geschäft hier eröffnet hat. Saulon. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt mal die Liste an. Also, wir drei nehmen einfach das hier. Sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, sehr lecker. Bin wir mal gespannt. Ne? So, Friends, wir sind jetzt hier. Auf jeden Fall sieht sehr aus, sehr lecker schmackhaft aus und bei der Aussicht auch schmackhaft. Ja. Wir sind in der Bahn und wir fahren jetzt Richtung Taksim.
Essen war lecker, lecker, lecker. Ihr habt es gesehen. Wir gucken gleich ein Türkei-Spiel an in so einem Café. Wir versuchen in so einem Café oder so eine Bar zu gehen. Auf jeden Fall Türkei gegen Italien. Türkei wird gewinnen. Ich sag mal 3-1. 3-2? Du? 2-1. 4? Das ist Türkei. Ja. So, wir sind jetzt gerade, glaube ich, in Taksim. Glaube ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Leute, ich bin gerade ohne Maske. Der Polizist, der guckt mich an. Denke ich mal zumindest. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch gefällt der Vlog bis jetzt. Und wenn es euch gefällt, dann zeigt es mir einfach mit einem Daumen nach oben. Ich küsse euer Herz. Es ist auf jeden Fall viel zu stressig in der Türkei. Vor allem, wenn du kein Türkisch kannst. Ich kann teilweise, aber jetzt nicht so perfekt. Ich kann es halt nur, weil es meine Muttersprache ist, aber sonst eigentlich nicht. Ist das jetzt hier Taksim, Murat? Ja, sag ich dir gleich. Das so, das ist jetzt auf jeden Fall Taksim. Hör auf. Das auf jeden Fall. Ja, okay, das ist jetzt Istiklal Caddesi, aka Taksim. Ist Dortmunder Weihnachtsmarkt, Vibe, Westenhellweg. Ui, Memo. Ui. Kleiner Zigeuner, Alter. Wie lange bist du noch? Oder wie lange bist du noch? Oh, das ist alles Memories. So, wir sind in so einem Café hier drin. Wir gucken jetzt Türkei-Spiel an. Ich sag's nach wie vor, 3-1. Türkei wird gewinnen, aber 31. Minute ist es jetzt und ich bin euch ehrlich, sieht mager aus. Mal schauen. So, also Türkei hat verloren. 3-0. Schmutz. Schmutz. Angekommen heute, war ich ein stressiger Tag. Wir haben auch viel erlebt. Ja, ich will jetzt erstmal pennen. Ich bin 17, 18 Kilometer gelaufen. Das ist auf jeden Fall eine stramme Menge. So, Freunde, ich habe euch gesagt, ich melde mich nochmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Montags werde ich auf Twitch streamen. Das heißt, wenn das Video am Sonntag kommt, morgen werde ich auf Twitch streamen um 21 Uhr. Alles ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Also wenn ihr unten in den Links klickt, ihr kommt zu meinen Kanälen. Freunde, wenn ihr wollt, dass wir zusammen wachsen, dann liked doch mal das Video. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus, Leute. Ehrlich, eine Bewertung ist nicht so wichtig wie ein Kommentar. Schreibt bitte einen Kommentar. Ich animiere dazu bitte jeden einen Kommentar zu schreiben, um einfach, damit wir mehr Reichweite bekommen. Wir als Muchachos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächste Woche Samstag, wie gesagt, kommt der Vlog zu Nusret. Freut euch drauf. Und ich würde da mal sagen, peace out, haut rein.